Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance-TV natürlich mal wieder heute mit dem Black Table Number 5 vom Schlossberg, vom Schönen. Ausnahmsweise ohne Tisch. Ja, und mich kennt ihr ja sowieso. Hier wieder der Gregor, also unser Black Table Dauerexperte. Und ja, wir sind eben aus etwas zeittechnischen Gründen heute ausnahmsweise nur zu zweit. Und naja, es ist ja sehr viel passiert jetzt in der Sommerzeit bei unseren Blackies. Haufenweise eher ein bisschen negativere Geschichten, muss man sagen. Viele Abgänge, die wir verkraften haben müssen. Unter anderem eben Danny Allah, Edon Bonchi und wie sie alle heißen. Darauf werden wir natürlich auch ein bisschen näher zu sprechen kommen. Ansonsten ja, werden wir uns auch mit dem neuen Ligasystem nochmal kurz beschäftigen. Und eben generell so ein bisschen den Ausblick wagen auf die kommende Spielzeit, auf die kommende Saison. Und naja, danke erstmal, dass du da bist. Und bitte, bitte. Dann schauen wir mal, wie das Ganze so vonstatten geht. Ich würde sagen, wir fangen so mit den Transfers an. Ist ja wirklich eine sehr, sehr anstrengende, mühsame Transferphase gewesen für unsere Blackies. Man hatte jetzt eben zuletzt mit Danny Allah den Kapitän auch noch verloren, hat aber dafür unter anderem Hosiner jetzt geholt. Also ich würde sowieso erstmal kurz ja die Abgänge, so ein bisschen die wichtigsten, nochmal kurz zusammenfassen. Da haben wir eben mit Danny Allah und Edon Bonchi zwei sehr wichtige Stürmer verloren. Zu Lechner, der Backup-Stürmer, okay, ist glaube ich verkraftbar im Normalfall. Da hat man ja im Grunde auch dann schon für Reserve gesorgt. Dann ist uns natürlich mit Jimmy Jago, ja, so der Abräumer vor der Abwehr quasi nochmal abhanden gekommen. Zu Wiener Austria, wie das Ganze passiert ist, ja, wissen eigentlich die meisten jetzt. Also ich glaube, da braucht man gar nicht mehr drauf eingehen. Und ja, zuletzt eben dann auch noch, das heißt zuletzt, auch der Wechsel von Uros Matic. Der war jetzt kein direkter Abgang von uns, aber eben hat ja auch in Graz seine Zelte aufgeschlagen gehabt und ist jetzt nach Wien gegangen. Also man muss sagen, die Austria bzw. auch Rapid mit Potsmann und Allah haben sich ordentlich bei uns bedient. Und jetzt ist natürlich die Frage, hat Sturm das Ganze qualitativ auffüllen können? Man hat jetzt von den Neuzugängen mit Hosiner eben einen bekannteren Namen geholt. Also war ja auch mal Torschützenkönig in der Saison 2012-13, wenn ich es richtig im Kopf habe. Yep. Damals eben von der Admira in der Winterpause zur Austria gewechselt und eben dort mit, ich habe übrigens nachgesehen, 32 Tore laut transfermarkt.at in 36 Partien. Im Sommer ist schon gewechselt zur Austria. Das war kurz nach Saisonstart, zuerst die Admira und dann zur Austria. Genau, also insgesamt 32 Treffer in der Liga. Torschützenkönig. Ja eben, Torschützenkönig geworden, also vor dem muss man sagen, eigentlich Bombentransfer, wenn man sich jetzt so die Statistik anschaut. Allerdings der Haken dran ist ein bisschen her auch schon. 2013, ja, ist schon ein paar Jährchen weg. Danach gab es eben Stationen bei Stade Rennes, erst der FC Köln und zuletzt Union Berlin, wo es jetzt nicht mehr so gelaufen ist, auch aus gesundheitstechnischen Gründen eben. Hat ja auch eine schwerwiegende Krankheit zu überwinden gehabt, Hosiner. Aber ich würde mal persönlich sagen, für mich fast der interessanteste oder einer der interessantesten Namen, die neu dazugekommen sind. Also in der Offensive bin ich da sehr gespannt. Dann haben wir eben ansonsten noch eben Lackner beispielsweise im defensiven Mittelfeld, beziehungsweise möglicherweise auch für die Innenverteidigung, aushilfsweise. Das ist so der Jimmy Jago-Ersatz. Genau. Der Premiere jetzt einmal. Genau, nur eben ein bisschen flexibler, könnte man sagen, in der Richtung. Ansonsten hat man jetzt auch vor kurzem Ferreira geholt. 27-jähriger Portugiese, den glaube ich keiner so wirklich kennt. Also war wohl die große Überraschung, weil ich glaube 90% der Sturmfans, als die Meldung kam, Stefan Stangl löst den Vertrag bei Red Bull Salzburg auf, ein jeder war sich sicher, okay passt, ein paar Tage später kommt die Meldung, Stangl zurück zu Sturm Graz. Ja, und dass es eben dann doch nichts wird, woran es jetzt gelegen hat, kann man jetzt nicht sagen, kann man nur spekulieren. Wahrscheinlich am Wirtschaftlichen, weil der Günter Kreisler hat ja auch gesagt, man muss sich das sportlich und wirtschaftlich einmal anschauen, wie es passt und ob es passt, hat wohl nicht gepasst. Nur wenn man sich einen portugiesischen Linksverteidiger vom trotz allem erste Liga-Absteiger leisten kann, warum nicht den Stangl? Also ich will gar nicht wissen, was der Gehalt haben wollte. Wenn es das wirklich gewesen sein sollte. Also
Man weiß es natürlich nicht, ja. Genau. Also das muss man eben dann abwarten. Wobei ich aber sagen muss, Ferreira hört sich interessant an. Ja. Also ich glaube auch von der Altersstruktur passt er eigentlich rein. Also man setzt sowieso eher so auf, sage ich mal, etwas erfahrenere Spieler, aber keine ganz alten. Also ich sage eben so im Zeitraum 25 bis 29 ungefähr, das ist so das Altersspektrum, mit dem sich Sturm eigentlich weitestgehend verstärkt. Und ja, da bin ich eben gespannt. Also Stangl hätte mir gut gefallen, obwohl man natürlich sagen muss, ja, irgendwo auch alle großen Vereine schon durchgegangen, ja, also aber andererseits aus der Sturmjugend, also ich hätte ihn auch genommen. Aber ich muss ehrlich sagen, das Kunststück zu schaffen, dass du wirklich bei allen Top 4 Vereinen in Österreich fast nacheinander hinwechselst, das hat, glaube ich, noch keiner in und aus Österreich geschafft. Also mir ist keiner bekannt. Also dass er wirklich bei allen vier Großen unter Vertrag gestanden ist, fast nacheinander, also Hut ab, das gibt es glaube ich auch noch einmal. Muss man einmal zusammenbringen. So ist es. Naja, so viel dem dazu. Dann haben wir sonst noch Transfers, Neuzugänge. Wir haben Obermeier, der ist glaube ich so die Wundertüte auf jeden Fall. Also so Bayern München 2, 22 Jahre. Oder ich glaube 23 schon geworden. Ich glaube so irgendwas. Ja, auf jeden Fall da auch noch mit Luft nach oben. Definitiv. Muss man schauen. Also da nehme ich mal an, Heiko Vogel wird sich da schon was gedacht dabei haben. So ist es. Da müssen wir eben auch abwarten, ob das ein ähnliches Schicksal wie Buchreger, sage ich mal, wird. Oder ob das schon ein bisschen konkret ist, wobei Buchreger ja noch... Genau, Buchegger war ein Foder-Spieler und als dann im Winter der Wechsel Foder auf Vogel war, da hat er den Buchegger quasi da nimmt, da hast du ihn. Was du damit machst, das ist halt jetzt deine Geschichte. Und die Geschichte war eben, dass er in der Rückrunde nie mehr im Kader gestanden ist. Was ich schade finde, weil wie der Lyko verletzt war, hat er recht gut ausgeholfen. Klar, er hat ein paar Blackouts gehabt, ein paar kleinere, aber gut, da gibt es jemand anderen, der was größere Blackouts gehabt hat, Scheißengeier. Und der hat halt öfter gespielt. Obwohl, ich muss aber auch sagen, Scheißengeier in seiner Premierensaison hat er eigentlich fast nie gespielt, in 15-16, 16-17, als wir diese kleine Misere gehabt haben mit den verletzten Innenverteidigern, da hat er eigentlich in den Spielen, wo er gespielt hat, gab es wirklich Phasen, wo ich mir gedacht habe, okay, Junge, du kannst nur zwei Elfmeter in zwei Spielen zu verursachen, das muss er halt auch einmal schaffen. Ja. Ich meine, unterm Stich muss man sagen, Scheißengeier war, glaube ich, im Nachhinein jetzt die wenigsten wirklich Trainer noch. Also da muss man sagen, da hat Jago mehr wehgetan. So obwohl man aber auch sagen muss, ist auf jeden Fall ersetzbar. Also Jago war jetzt auch spielerisch nicht jetzt der ganz große Heilsbringer, eher ein Abräumer, er hat brav gekämpft, deswegen war er auch sympathisch für die meisten Fans. Das war so ein kleiner Hardschicks 2.0. Ja, mich hat er ehrlich gesagt ein bisschen an den Mählich erinnert. So vom Kampfgeist her war es ein Hartschitz, der wirklich bis zum bitteren Ende dahin, wo es weh tut. Dreckiger Sieg, dreckiger Spieler, also jetzt so gesehen. Also kann man nicht wirklich für jetzt groß beklagen. Eben, ne? Schade. Ja. Ansonsten hast du eben, wir sollten eben die Zugänge jetzt erst einmal durchgehen. Wir haben Obermeier jetzt gehabt, Wozurek. Und der Spieler, auf jeden Fall, also das soll ja der Röcherersatz sein, eher so für den linken Flügel. Ja. Wer geplant könnte, aber zur Not auch ganz vorne spielen, also im Sturm, war ja glaube ich auch mal Stürmer in der Jugend zumindest. Hat auch bei der Admira das ein oder andere Mal im Sturm dann auch gespielt. Also von dem sehr interessante Personalie. Ob das jetzt Röcher 2.0 ist, das werden wir sowieso sehen. Ja, aber insgesamt glaube ich, qualitativ kommen wir schon ziemlich auf das gleiche Level. Aber Röcher von Mattersburg war jetzt auch nicht so der ganz große Hammer-Transfer zunächst. Dass der wirklich sich so steigert, hätte ich auch keiner gedacht. Wobei die Spiele in Mattersburg einfach teilweise gegen den Willen festhängen, weil sie einfach nicht gehen gelassen werden. Ja. Und obwohl ich muss sagen, Lukas Grotzeug finde ich persönlich als die beste und auch günstigste reine rot-weiß-rote Ersatzholaktion, weil unser Legionärskonto ist so noch nicht ausgeschöpft, aber trotzdem, wir müssen nicht auf die Spitze treiben. Ja, aber man hat den Vorteil, man könnte reagieren, wenn wirklich. Man könnte reagieren und vor allem diese vier Legionärsplätze, die jetzt frei geworden sind, mit Luan, mit Schulz, mit Cego und einer Monchi, wurden eh schon mit Obermeier, mit Ferreira, Afonitis und einer gibt mir noch ab. Ein neuer Legionär geht mir noch ab. Ovenstadt, genau, der kam jetzt zurück. Genau, wobei Ovenstadt muss man auch noch abwarten, was passiert, ob es denn doch noch einen Abgang gibt. Ja. Also das, von dem Ovenstadt, ja. Ja, eben.
wird vielleicht auch noch. In der Vorbereitung ist er jetzt dabei. Sein Leihvertrag bei Starbuck lief ja bis Ende Juli wegen der ganzen Saison. Genau, also ist jetzt auch wieder zurück. Nachdem er jetzt mit neuer Rückennummer 15 genau, und 16 hat Rosina bekommen. Genau. Also. Und, aber ich sage jetzt einmal so: für das defensive Zentrum Lackner, Lovric und Overstad. Weil Lubic wurde ja an Reut ausgeliehen. Genau, an Hartberg ein Jahr. Also ich schätze mal, dass der Overstad jetzt als Backup bleiben wird. Und ich hoffe, dass es jetzt kein teurer Legionär auf der Tribüne wird. Also, wenn er die Vorbereitung brav mitmacht, wird es wohl, schätze ich mal, für die Bank auf alle Fälle reichen. Ob er jetzt dann Lackner irgendwie jetzt nahe kommt oder logisch nahe kommt, das muss man abwarten. Wobei man aber, glaube ich, auch so muss, es könnte ja auch durchaus sein, dass einer von den Amateuren vielleicht dann doch so quasi den ja, letzten Backup-Platz dann auch bekommt. Tobias Koch zum Beispiel wurde ja schon im letzten Spiel gegen Altach hochgezogen. Hat zum Beispiel ja auch die Testspiele fast alle mitgemacht. Und, ja. Also da ist es sowieso interessant. Ja. Da hast du natürlich auch einen Fadinger, einen Lehmer, wie sie alle heißen. Fadinger, Lehmer, also Piras, genau, also eben Tobias Koch. Also da muss man sowieso auch schauen, ob ein bisschen mehr gefördert jetzt auch wird in der Richtung. Also wie gesagt, bei Obenstadt lasse ich mich auch überraschen, ist jetzt glaube ich auch nicht die ganz entscheidende Personalie im Endeffekt. Dann haben wir noch neu verpflichtet Markus Pink, das war auch so ein ziemlicher Aha-Transfer, würde ich sagen, weil ich hätte ihn persönlich nicht am Zettel gehabt, dass er zu Sturm kommt. Ja. Also vor allem hat er mich bei Mattersburg, sage ich ehrlich, in der letzten Saison nicht jetzt so begeistert, ist aber auch dem geschuldet, dass er eher öfter am Flügel ausgewichen ist oder ausweichen musste und er mit 1,88 eher so ein großer Stürmer ist, der glaube ich perfekter Mittelstürmer wäre. So ist es. Also und ist auch für das geplant bei uns. Und in den Testspielen hat er ja schon sehr viele Tore gemacht. Ne? Das auch. Also zudem. Das Problem war, dass bei Mattersburg war er eigentlich nur teilweise hinter Plewiak, Meierhof und Bürger Stürmer Nummer 4. Okugawa von Salzburg wurde auch noch ausgeliehen, du hast noch 5 Mittelstürmer. Und Mattersburg spielt, glaube ich, mit einer Solospitze. So, was willst du mit den anderen Vierteln? Na gut, okay, er hat zwar Leistungsdaten, die was für einen Mittelstürmer jetzt noch bescheiden fürchternflößend sind, sag ich jetzt einmal. Aber gut, am rechten Flügel bist du jetzt nicht so primär fürs Torschießen zuständig. Da bist du mehr für die Assists, für die Flanken, für die Auf- und Abwege. Das ist im Endeffekt also eine ganz andere Position und anderer Aufgabenbereich. Von dem her muss ich ja sagen, Pink als Mittelstürmer könnte funktionieren. Zumindest richtig, als ein guter Backup, würde ich sagen. Er hat ja bei Mattersburg auch eine sehr starke Saison einmal gehabt. Ist auch noch nicht so lange her. Ich glaube, AVA 2 Jahr war das. Ja. Wo er auf jeden Fall sehr aufgefallen ist. Und er hat ja gegen uns auch regelmäßig getroffen, leider. Ja, wer nicht. Ja. Aber das sind dann immer so die Spieler. Ne? Und die, na gut, die verpflichten ist ja auch irgendwann eine Möglichkeit, die Konkurrenz auf Distanz wenigstens zu halten. Und dann bei uns kennen sie nichts. Aber ich muss sagen, als wir vor 2 Jahren am letzten Transfertag den Philipp Zulesner geholt haben, das war ja auch für alle so okay. Hätte ich nicht gedacht. Bei Pink war es gleich. Bei Pink ist das Gerücht, glaube ich, erst 2 Tage vorher aufgetaucht und dann auf einmal die große, pompöse Meldung: Pink wird schwarz. Geil. Oder Sturm wird Pink, oder? Oder Sturm wird Pink, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mal ein lustiges Wortspiel. Also mal abwarten. Ja. Aber ich muss sagen, so, was ich bis jetzt von den Testspielen mitbekommen habe, macht eine gute Performance. Also er scheint auch top motiviert zu sein. Und man muss natürlich immer sagen, man sieht es bei Sturm eigentlich am besten von allen österreichischen Clubs, würde ich fast behaupten, wenn ein Spieler von einer mittleren Mannschaft, mittelklassigen Mannschaft, zu einer Mannschaft, die spielerisch ein bisschen mehr kaum, sage ich mal, kommt, dann steigert sich der Spieler dementsprechend auch und kann sein Level eben leichter heben. Also das ist ja, glaube ich, also der Grundsatz, warum die Spieler auch wechseln, abgesehen vom Geld natürlich. Eben mit besseren Mitspielern hast du auch selber eine Qualitätssteigerung automatisch, wo du dein Level anheben musst, um mitzuspielen. Ja. Also von dem her kann es auch gut funktionieren. Also immer so, wie es also insgesamt, also von den Zugängen, bin ich eigentlich mit dem größten Teil zufrieden. Rosener wird jetzt wirklich interessant, aber meine Prognose da ist, dass er aufgehen wird, weil es erinnert mich sehr stark an Alavi, der damals gekommen ist, bei Rapid ausgemustert, eigentlich wollte ihm keiner so wirklich mehr und dann explodiert er bei uns. Und sowas ist in der Vergangenheit ja öfters passiert. Roman Kinas und wie sie alle heißen. Also leider auch jetzt ein gewisser Herr Deniala. Den was wir geholfen haben, wieder zurückzugehen, wo er vertrieben wurde, aber egal, lassen wir das. aber wir sind so quasi, muss man sagen, für die Stürmer, die was keiner mehr auf dem Schirm hatte und eigentlich keiner mehr jetzt irgendwie was zugetraut hatte, so war Defi. So sagen wir, wirklich. Also das ist gigantisch, wirklich. Na, zu den Abgängern muss ich ehrlich sagen, Botsmann hat sich abgezeichnet.
ist ein bisschen mies, dass er halt zu Rapid geht, aber es hat sich schon so im Gegenende der Rückrunde abgezeichnet, dass es dort wirklich eher den Abschied geben wird. Wobei bei Protzmann soll es ja relativ laut ihm dann schon fix gewesen ja, sein. Das also war schon ab März, glaube ich. Im März wurde schon. Geheißen. Also du hast ja im Grunde, also ich sage mal von den Abgängen, die Laien würde ich jetzt mal weglassen. Also ich sage jetzt Ehmann und alles, das ja, macht im Grunde größtenteils Sinn. So über Philipp kann man vielleicht noch ein bisschen diskutieren, macht aber auch Sinn im Zweck Spielpraxis. So aber jetzt wirklich die, was ins Gewicht fallen, ne, wenn man da jetzt mal durchgeht. Also Alain natürlich, Diego. Also Alain zu ersetzen wird eine sehr schwere Aufgabe. Da muss man schauen, ob Hosiner funktioniert. Edom Bonci ist persönlich einer, der allerdings nicht uns gehört hat, muss man sagen. Ist nur bitter, dass er dann zu Austria gegangen ist, aber er war ja nur Spieler für Rizespor. Deswegen muss man sagen, kann man meiner Meinung nach jetzt auch Günter Kreisel, wo der auch so ein bisschen in die Kritik geraten ist, so von Fanseiten teilweise in den letzten Wochen, wo er jetzt so den ganz großen Vorwurf machen, weil der wäre wahrscheinlich zum einen nicht leistbar gewesen von der Ablöse. Gehaltstechnisch ist sowieso eine andere Geschichte und man muss auch sagen, eine Kaufoption wäre wahrscheinlich nur unter tropischen Bedingungen möglich gewesen, wenn Rizespor überhaupt gewollt hätte. So hat man gesehen, er ist aufgegangen, sie haben einen hohen Preis raushandeln können und im Endeffekt, na gut, die Austria hat halt mehr Geld wischen wollen. Ne? Leider. Bitte, es hat immer nur das Wie, die Wechsel zustande gekommen sind. Auch jetzt ganz aktuell war beim Daniel Alder Transfer, da hat sie auch wirklich Kritik gehagelt an der Vereinsführung und so weiter. Also ich muss ehrlich sagen, Dankeskarten und Dankesbillets bitte an den Herrn Golbrich, weil der Daniel Alder war der letzte Spiel mit einem Golbrich-Vertrag und einer lächerlichen Ausstiegsklausel. Spendlauf hat aber glaube ich eine Ausstiegsklausel, oder? Nein. Sicher? Okay. Weil irgendwas im Hinterkopf, dass Spendlofer normal noch eine Klausel hat. Und sonst sollten aber die Goldrichtverträge jetzt fertig sein. Also zumindest jetzt noch eine Klausel irgendwo dabei. Der Spendlofer, der Grundvertrag war von Gerd Goldrich und die Option hat der Günter Kreisel gezogen. Also wie es da jetzt ausschaut, aber Klausel, selbst wenn, Spendlofer wird nicht gehen. Das traue ich mir sagen. Also wenn nicht in dem Sommer, das glaube ich. Auf gar keinen Fall. Also da war, ich meine, es hat jetzt auch Gerüchte technisch nichts in der Richtung gegeben. Man muss jetzt sagen, im Grunde müsste ja das Transfer, also das, sage ich mal, Transfersprogramm jetzt abgeschlossen sein. So insgesamt. Also Abgänge. Das Einzige, was vielleicht noch ein Knackpunkt sein könnte, wäre Peter Schul. Da schätze ich mal, wird es darauf hinauslaufen, wie die Champions League Quali dann läuft. Also jetzt gegen Ajax Amsterdam eben. Oder er ist so motiviert mit seiner neuen Nummer 10, dass er jetzt gerade deswegen bestuckert. Und er hat auch vor ein paar Tagen, bei Laola oder bei Spox gesagt, es gibt für ihn eigentlich keinen Grund, Sturm zu verlassen. Aber gut, das. Ja, was Interviews sind halt immer so eigene Geschichten. Papier ist geduldig. Ja, eben. Also da muss man eben abwarten, was bei Schul passiert. Wäre natürlich wichtig, wenn er bleibt, aber eben auch, dass er motiviert ist und bleibt. Also das musst du natürlich nicht brauchen, kannst als Verein, dass er dann irgendwie jetzt Obizart auf Deutsch gesagt hat und im Endeffekt der Mannschaft nicht hilft. Aber man muss ja sagen, er würde sich damit nur selber ins Knie schießen und im Grunde auch selber seine Karriere verbauen. Und ich glaube, so viel Profi sollte ein Spieler auch sein, dass er auch, wenn er jetzt bleiben müsste, im Zweifelsfall, wenn das Angebot dann halt nicht passt, und Sturm sagt, nein, oder hat den langfristigen Vertrag, dann sollte man ja im Grunde dann auch Profi genug sein. Aber ich hab irgendwo gelesen, dass er weiß, Sturm will für ihn diese Minimum 8,5 Millionen Euro haben und wenn es keiner zahlt, bleibt er. Punkt. Das weiß er. Das hat er, glaube ich, auch akzeptiert und ja. Jetzt einfach schauen, ob er noch zahlt oder nicht. Unter einem Gerd Golbrich hätte er gesagt, passt, für 3 kann es gehen. Ja, davon kann man auch, also zumindest, wenn man sich eben die Transfer zahlt. Was man davon vom Goldbrich noch im Kopf hat. Den Schaden, was der Mensch gemacht hat, sein Königstransfer war damals Djuricin, 2,5 Millionen Euro nach Salzburg, plus damals der Edi. Das war sein Königstransfer. Sonst kam von diesem Menschen nicht wirklich viel zustande. Vertragstechnisch ja schon überhaupt nichts. Also das ist totale Katastrophe gewesen. Romano Schmidt, Deni Alla, also die Verträge von ihm, die waren teilweise so voller Schlupflöcher und Hintertürchen, dass... Das nicht unbedingt, jetzt sage ich mal, sicher der preisgekrönteste Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport in Sturm gehabt hat bis jetzt. Ne? Also da muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass wir den Günter Kreisel haben. Also das wirkt auf mich um einiges seriöser. Nach außen, seriöser, professioneller. Also das genau, also von dem, glaube ich, kann man da nicht viel meckern. Geradliniger, also wie gesagt, ich kann mich damals noch erinnern, das war Saisonschluss von der grauenhaften Saison 15-16. Da hat der Gerd Wolf, da sind wir Fünfter geworden, da hat der Gerd Wolf gesagt, ja, fünfter Platz, ist halt so, kann man nichts machen,
wird schon besser werden. Da gehen der Günter Kreisel, was 5, das hat es ja wahnsinnig. Wir kehren in die Top 4 und gehen wir. Attacke, jetzt reicht's. Sturm oder 5. Platz, nichts verloren. Weil der Gerd Röbig hat eben damals die Kritik entweder ignoriert oder eben so, ja, passt schon. Der Günter Kreisel, der geht geradlinig drauf zu. Kritik, was passt dir nicht? Gut passt, das gehen wir an. Punkt. Also da ist wirklich schon die Linie ganz andere und auch bei den Verträgen. Es gibt in keinem oder in fast keinem Kreiselvertrag eine Ausstiegsklausel und wenn, ist die utopisch hoch. Siehe Thorsten Röcher. Macht aber dann zumindest auch einen Sinn. Also man so muss ja sagen, Röcher, ein Jahr, dass er so durchstartet, war ja auch nicht zum Absehen. Aber man hat zumindest noch eine halbwegs ansprechende Ablöse bekommen. Ja, und ich glaube, dass das geht. Ja, ich sage aber, in Zukunft werden da hoffentlich die Summen auch noch ein bisschen raufgehen. Also wenn man es wirklich schafft, an Schul, wenn er gehen sollte, eben für 8 Meter an den Mann zu bringen, glaube ich, kann man nicht viel sagen, wenn er das Rekordtransfer von Schul. Insofern eben zu den Transfers. Also vielleicht noch abschließend, was ich so generell dein Resümee von dieser Transferperiode vorausgesetzt, es würde wirklich nichts mehr passieren. Haben wir an Qualität verloren, sind wir am gleichen Level geblieben oder sind wir sogar besser geworden? Was würdest du sagen? Ist wirklich schwer zu sagen, weil die meisten Spieler jetzt bis auf Ferreira oder Obermeier kennt man ja. Und ebenso wie ein Markus Blink oder ein Markus Lagner, das sind mir jetzt vorher nicht so extrem aufgefallen, aber wie du gesagt hast, wenn das qualitative Umfeld passt, dann geht man automatisch den Schritt nach oben mit. Und vielleicht lassen sie dich diese Akteure eben von da mitziehen. Obermeier zum Beispiel ist für mich Wundertüte total, also auf den bin ich richtig gespannt, ebenso wie Ferreira von Pacos, genau. Auf die bin ich richtig gespannt, bringen sicherlich Qualität mit. Und ja, zu den Abgängen kann ich nur so viel sagen, in Richtung Wien, wo der Herr Cego und der Herr Edon Wonji groß gesagt haben, es ist der richtige Schritt für ihre Entwicklung, die Austria ist ein großer Club mit großen Ambitionen. Es sind will international spielen. Abgesichert, das ist, danke, das ist super. Sie freuen sich schon drauf, im vollen Stadion zu spielen. Ich meine, ganz ehrlich, das wird nicht so oft passieren. Im Derby ist ausverkauft, gegen uns wird es zu 90% ausverkauft sein und dann haben sie wieder ihren Schnitt von nicht einmal 9000 Leuten. So viel dazu. Und ich muss ehrlich sagen, die einzige Weiterentwicklung von diesem Trio, ich nehme jetzt den Matic auch dazu. Scheusenger, den lassen wir jetzt einmal bleiben, da ist ja jeder froh, dass er weg ist. Aber bei diesem Trio, die einzige Weiterentwicklung, die was die haben, ist am Gehaltszettel. Und ich glaube wirklich, so wie dieses Trio gelesen hat im Vertrag, Seite 1, im Monat verdienst du das als Netto-Grundlohn, man muss unterschreiben. Den Betreff kann ich nicht mehr lesen. Deni Aller genauso, obwohl ich muss sagen, Deni Aller, damals beim Florian Kainz, das war ja schon moralisch wirklich sehr verwerflich. Sonnleitner seinerzeit genauso, aber ich muss ehrlich sagen, dass es einen Spieler gibt, was das noch in den Schatten stellen kann, das ist schwierig gewesen. Und da gibt es ja wirklich, ich habe jetzt auf Facebook einen Status gelesen. Ich habe den jetzt nicht nur überflogen, aber das trifft den Nagel voll auf den Kopf. Deni Aller wird bei Rapid ausgemustert. Schimpft über Rapid. Ist froh, dass er zu Sturm kam. Geht bei uns auf. Sagt noch, wenn nur Ausland. Sein Berater sagt, einen Inlandstransfer wird es nicht geben. Und dann auf einmal zieht Rapid seine Ausschlussklausel. Also, wie gesagt, aber auch hier war eben der Rapid-Vertrag so lukrativ, dass auch sein moralisches Hirnzentrum einmal lahmgelegt wurde. Geld, brrrt, danke. Das war für mich der Allertransfer. Gibt es auch übrigens von Marco Wagner ein Verarschungsvideo, was das Ganze auch sehr, sehr gut trifft. Und ja, kann man wirklich jetzt nur den Kopf drüber schütteln, weil es gab lukrative Angebote oder ernsthafte Angebote aus Griechenland, aus Spanien,
und eben auch das von Sturm Zypern gab es auch, Emirate, Japan, aber gut, das wäre, glaube ich, zu exotisch gewesen für ihn. Im Endeffekt muss man ja sagen, hat er dann doch die sichere Variante genommen, weil Wien kennt er. So ist das. Ist jetzt nicht aus der Welt, ne? Weiter in Österreich, ja. Ist man natürlich auch Papa geworden. Ne? Ja, aber im Endeffekt muss man sagen, eben das wie, also man hätte es anders lösen können, weil er im Endeffekt auch im Vorhinein gesagt hat, es ist bei Saisonende eben, es ist nicht sicher, ob er jetzt wirklich überhaupt. Bei Stur, also das hat ja auch nicht unbedingt gesagt, jetzt da er verlässt Sturm fix, beziehungsweise er schaut. Und genau, und was noch war, er hat gesagt, er freut sich darauf, gegen Ajax in der Zellkeule zu spielen. Ja klar. Und da geht es natürlich auch irgendwo, also das, da verstehe ich auch die Verantwortlichen, das sind jetzt natürlich auch gescheiter geworden, aber da bist du vielleicht auch nicht unbedingt ja. So mit dem Kopf darauf fokussiert, dass jetzt alle so also im letzten Moment dann nochmal den Absprung machen. Und gerade zur direkten Konkurrenz. Also da muss man eben sagen, mit der Kapitänsbinde muss man vorsichtig sein in Zukunft. Also weil das ja, war gibt's, ja, gibt es ja ein Trio jetzt. Ja klar. Also da gibt's war eben Spendlaufer hier in der Koch. Ne? Aber was auch wirklich die Geschichte ist eben bei Allah, ich würde es dann auch danach wirklich dann einmal kurz sein lassen. Ja. Dass er nicht zu viel Beachtung an der Stelle kriegt. Aber das sind einfach so Sachen, ich meine, als Sturmfan tut es da einfach weh. Weil du sagst, dass der Kapitän muss eigentlich wirklich das Aussehenschild sein. Ich meine, da muss, weißt du, über Schulz und Mauern kennt, was man wohl sportlich gesehen hat. Ja. Ne? Aber da hat es zumindest nichts in der Richtung gegeben. Also da, das ist wie wenn der Schulz dann zur Austria geht oder was. Ne? Also ja. Das, und da muss ich sagen, ja, er soll in Wien ja, sein Geld verdienen. Auf der Bank sitzt, auf der Bühne sitzt. Man muss ja auch sagen, vielleicht auch noch zum Abschluss, er hat ja ordentliche Konkurrenz in Wien. Ivan, Neuzugang von Krasnodar ist verletzt. Vitaia soll wechseln, angeblich noch. Ja. Pavlovic haben sie geholt, 1,3 Millionen so von Kopenhagen. Und es soll noch einer kommen, angeblich. Ja. Also deswegen, mal schauen, wie viel Spielzeit er dann hat, wenn alle fit sind. Richtig. Und ja, an den Daniela, ja, Papa. Und vor allem nicht, ja, so. Du fällst nicht auf, du. Nein, aber an der Stelle. Ich meine, ich muss ganz sagen, ich bin immer noch schockiert, wie dreist und wie skrupellos er da wirklich gewechselt ist. Und ich muss auch dazu sagen, wir haben, glaube ich, in der 5. Runde Rapid zu Hause. Das ist Anfang September, haben wir Rapid zu Hause. Meine, da ist sowieso schon eine leicht aufgeheizte Stimmung. Aber diesmal wird die Luft brennen. Ja, abgesehen davon musst du auch mal warten, wenn die Austria erst einmal kommt. Ja, also ja, aber da haben wir das erste Spiel in Wien. Also da wird das Pfeifkonzert ja, nicht so brutal werden, aber spätestens zu Hause, wenn wir die Austria zu Hause haben, ja, klar. In den schönen neuen Trikots. Da wird es dann ja da, also gegen Rapid, da wird die Luft richtig brennen, das ist immer ganz sicher. Auf jeden Fall werden sehr, sehr intensive Duelle, ich glaube, da können wir uns ziemlich sicher sein, auf jeden Fall. Und so viel mal zum Punkt Transfers. Ja. Jetzt haben wir ja in der neuen Saison auch generell ein paar Änderungen, das eine ist das Ligasystem eben, wo ja eben dann auch noch etwas mehr als der Hälfte die Punkte geteilt dann werden. Ab Runde 22 ist es normal, genau. Wo du dann die Punkteteilung hast, das wird sowieso eine interessante Geschichte sein. Oberes, also Meister-Playoff und Abstiegs-Playoff, wo aber, glaube ich, eben der Beste vom Abstiegs-Playoff sogar noch in den Europacup kommen könnte, theoretisch. Ja. Was ich da so mitgekriegt habe. Ja, also es ist extrem kompliziert. Also auf jeden Fall, was bei mir hängen geblieben ist, es gibt eben ab der Saisonmitte dieses Aufteilen, genau, die Punkte werden halbiert. Spielen noch einmal, eben das obere Playoff spielen alle noch einmal gegeneinander. Ja, also 1 gegen 6 und 7 gegen 12 spielen dann untereinander noch einmal und dann erster Master, zweiter Champions League, dritter Europa League und dann eben der Beste vom Meister Playoff auf dem Abstiegsplayoff kommt dann. Gegen den vierten, glaube ich, vom Meister Playoff. Um die Europa League. Ja. Also, es wird halt da im Endeffekt, also man wird es eh, also man muss eigentlich sagen, ja, so richtig sehen wird man es, wenn es dann gespielt wird. Saison 1 ist, kann man sagen, so weit Beta-Saison. Ja, das muss man eben dann schauen. Hinhauen wird es, aber es wird natürlich einmal extrem ungewohnt werden. Noch, ja. Vor allem aber noch 25 Jahre in der Liga. Was natürlich mal ungewohnt wird, wird sein, dass du vielleicht dann wirklich nur zweimal gegen Wolfsberg spielst in der Saison und nicht viermal und dafür vielleicht die vier Duelle weiterhin gegen Salzburg oder Rapid ziemlich sicher haben wirst. Also das wird, glaube ich, schon eine sehr interessante Geschichte. Ich muss natürlich auch sagen, wir sollten uns da mit den Aufsteigern vielleicht noch kurz ein bisschen beschäftigen. Ja. Wir haben eben mit Wacker Innsbruck einen Traditionsverein, der zurückkommt. Zum Glück. Ja, also Gott sei Dank. Wo man sagen muss, gut für die Liga, also jetzt wurscht, ob man jetzt die Innsbrucker mag oder nicht, aber das ist halt einer dieser Clubs, die gerne in die höchste Spielklasse. Mit dem Stadion, mit der Fanszene, auch wenn es ungern zugibt, gehörst du wirklich in die erste Liga. Da schon, ich meine, das gebe ich ungern zu, weil Graz und Innsbruck, die Fanszene hassen sich, das ist ein offenes Geheimnis, aber trotz allem von den Gesamtpaketen her, wenn man es jetzt mit dem neutralen Auge betrachtet, gehören die in Liga 1.
Punkt. Also ich muss sagen, ich persönlich für Innsbruck freue mich schon. Also einfach mal, ja, du hast ein großes Stadion und du hast eine Fanbase auch dort und das hast du bei so wenigen Clubs eigentlich in Österreich, was ja richtig schade ist, also in der höchsten Liga. Von dem her ist das, glaube ich, ja, sehr begrüßenswert. Und der zweite Aufsteiger, so, also wo glaube ich jeder Steiger so ein bisschen schmunzeln zumindest muss, ist der TSV Hartberg. Also das hätte, glaube ich. Bis zur letzten Liga-Instanz ging das. Dann auf einmal hat es geheißen, wir sind Bundesliga. Ja, also das ist. Hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich. Ja, das ist natürlich schon so eine Geschichte. Eben, aber das gibt es ja nur in Österreich, so ein Theater, ne? Ob das dann hinhaut und so weiter. Aber im Endeffekt, Hartberg ist jetzt fix Bundesliga, das steht jetzt mal fest. Und ja, Marco Schopp ist Trainer dort. Also Jürgen Säumel ist Co-Trainer. Jürgen Säumel Co-Trainer, also ordentlich Sturmbezug. Ljubic ausgeliehen, Hartberg, Mann. Ausgeliehen an Hartberg. Kröpfel dort fix. Genau, auch Kröpfel, Ex-Blacky. Mit Sturmstahlgeruch, sag ich jetzt einmal. Also von dem her, Hartberg wird sowieso eine richtig coole Geschichte werden. Ja. Also das ist ja natürlich das Einzige, was halt so bei so Clubs wie Hartberg ist, damals auch mit Kapfenberg, glaube ich, kann man das ganz gut vergleichen. Es hat halt immer so ein bisschen einen Freundschaftsspielcharakter. Ja, also zumindest, wenn du ausgezogen bist. Aber es hat halt dann auch irgendwo diese Volksfeststimmung. Und ich muss sagen, Hartberg, ich gönne es ihnen, dass sie zumindest mal ein Jahr Bundesliga schnuppern. Mal schauen, ob es für mehr reicht, ob sie sich nicht halten. Das wäre cool. Na, also, und vor allem, was ich ja da gelesen habe, Hartberg soll ja hoffnungslos pleite sein, die Stadt Hartberg selber, aber dass da die Politik wirklich Unterstützung zusagt, das Stadion zu sanieren, damit es eben Liga 1 tauglich wird, das finde ich gut. Ich glaube, da gehen ja 700.000 Euro in die Sanierung rein, es kommt Rasenheizung, es kommt die, bei der einen Torseite kommt, glaube ich, die Zusatztribüne hin, also das ist wirklich so gerade, ein bisschen adaptiert halt, so gerade so Liga 1 tauglich wird, dass das gerade halt so quasi, ja okay, passt, dann genehmigt, aber es wird wohl noch umgebaut werden, oder ich hoffe es zumindest, weil ich glaube, der DSV will doch etwas länger oben bleiben. Wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte und man hat einen steirischen Vertreter mehr in der ersten Liga, was zumindest einmal vorübergehend ja nicht so schlecht ist. Ne? Ja. Man muss ja abwarten, ne? Ob da der, ja, ob die Roten da in absehbarer Zukunft auch noch nachrücken oder eben die Hartberger mal überholen, mal abwarten, sind ja auch aufgestiegen in die Regionalliga an der Stelle. Ne? Also die haben Derby gegen unsere Amateure danach. So ist das. Wird auch eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Und naja, ansonsten hast du eben mit der 12er-Liga jetzt wirklich halt alles ein bisschen leicht, so. Was ja übrigens auch noch ist. So ganz ist es ja noch immer nicht geklärt, ob jetzt der St. Pölten... Noch immer nicht. Alter, ob jetzt da mal irgendwas habe ich da schon wieder gelesen. Es ist noch irgendein Protest schon wieder gegeben. Also St. Pölten oder wieder Neustadt. Ne? Ich begrüße St. Pölten. Nicht sportlich, wegen dem Stadion. Begrüße ich St. Pölten. Obwohl, es wäre eigentlich eh wurscht, wer aufsteigt, weil es spielen entweder St. Pölten oder Neustadt, weil der Ursprungsplan ist, spielen beide in der NV-Arena. So. Und jetzt haben wir eben dieses Prinzip, die zwei kleinen Kinder im Sandkasten mit den Spielzeugförmchen und mit dem Schaufelchen. Wenn du jetzt gegen mich Protest einlegst, nehme ich dir das Recht weg, mein Stadion zu nutzen. Und wenn du jetzt nicht Protest einlegst, dann darfst du unten bleiben und alles ist wie gehabt. Das ist wirklich, ich kann es verstehen, es geht um sehr viel Geld. Beide Vereine haben so gesehen fast keine Planungssicherheit, wo sie jetzt spielen in der nächsten Saison. Entweder jetzt Liga 1 oder Liga 2, aber es ist wirklich schon teilweise, es hat diesen Sandkastencharakter mit den zwei kleinen Stöpseln, die was da um irgendwas streiten. Ja, das stimmt. Und das Problem ist eben das, sollte wieder Neustadt durchkommen mit diesem Protest, wo spielen die? Eben. Also den V-Arena sicherlich nicht. Ja. Also ich gehe mal davon aus sowieso, dass es im Endeffekt auf St. Pölten hinauslaufen wird, einfach eben aufgrund der Stadionpolitik dort. Ne? Ja. Weil was will Wiener Neustadt dann machen ohne Stadion? Und vor allem der Stein ins Rollen gebracht hat der David Atanga, weil er eben laut FIFA-Regularien angeblich, aber gut, okay. Salzburg hat mit jedem jungen Spieler, unter anderem auch mit dem Romano Schmidt, einen Kooperationsvertrag. Das heißt, er kann für beide Vereine spielen, das ist ähnlich wie bei uns. Nur mit diesem Kooperationsvertrag ist es eben so, weil er Liefering im Profibereich ist. Was ich immer... Ja, egal. Ist eine andere Geschichte. Ja, bei uns, meine Regionalliga, ist nicht mehr Profibereich, das ist wurscht. Aber nachdem das ja Kooperation, das ist ja extra so gemacht, dass eben die jungen Spieler, eben wie jetzt Atanga, Schmidt, Batsondaka, Haidara und wie sie alle heißen, dass sie eben bei Liefering und bei Salzburg spielen können. Egal, ob sie jetzt wie oft hinterher schon werden.
und dann verleihst du einen. Und da hat es von der Bundesliga geheißen, das könnte Probleme geben. Meine, uns ist es egal, es ist Kooperationsspiel, aber so, was jetzt Relegation betrifft, da könnte es vielleicht ein paar Problemchen geben. Wobei aber ganz ehrlich, glaube im Endeffekt, was will Neustadt machen? Wenn sie kein Stadion haben, so gibt es keine Lizenz und von dem her wird es, schätze ich, einmal auf St. Pölten hinauslaufen, dass die einfach in der Liga bleiben und also gut ist. Um Ried ist es extrem schade, ein einziger Punkt hat gefehlt. Ja, knapp den Aufstieg versandt, aber wobei ich aber sagen muss, bei Ried, ja, hat es ja auch übrigens einen ganz interessanten Transfer gegeben. Also vielleicht an der Stelle, ne, der Gebauer, also jahrzehntelang, bitte. Zwölf Jahre, bitte, also über ein Jahrzehnt, Goalie bei Ried, also Ried-Legende, und der ist zum LASK jetzt gegangen. Also der einzig richtig extrem verrückte Transfer, würde ich mal sagen, fast, also der uns nicht betroffen hat in der Saison, ne, was ein bisschen off-topic ist, aber das ist so eine Sache, wo du schon sagen musst, ne, mit Vereinstreue, das anscheinend stirbt es wirklich aus. Ja, obwohl, also, hätte mir jemand vor drei Monaten gesagt, dass der Bavau Bärwan nach Wolfsburg wechseln wird. Nicht Wolfsberg, Wolfsburg in die Wolfsburg. Deutsche Bundesliga, wohlgemerkt, mit 30 Jahren jetzt. Ja, hätte ich gesagt, passt, danke, NSF ist da drüben, geh rein, bleib drinnen. Ja, es ist halt auf jeden Fall eine sehr, sehr verrückte Transferphase insgesamt. So ist es. Dacomodo wäre auch noch zu haben. Ja, man muss eh abwarten, was passiert. Aber wie gesagt, ich bin jetzt ungewollt auf den Dacopodl gestoßen. Das war ein reiner Zufall, weil es gibt im russischen Fußball jetzt ein großes Kuriosum, was es wirklich eigentlich nur in Österreich so geben könnte, aber es geht auch anderswo. Der FK Tosno wurde in Russland Pokalsieger, spielt Europa League, ist Fixabsteiger, muss wegen Geldproblemen sich auflösen, hat sich bereits aufgelöst, und zum damaligen Zeitpunkt hat er dieses Schicksal auch am KBM. Wo der Dacopodl gespielt hat. Richtig. Ne? Da hat es ja geheißen, löst sich am KBM auf, das war eben noch so die Streitfrage, ja, nein, weil sie eben keinen Großsponsor haben, so wie jetzt zum Beispiel Zenit hat Gazprom, hast du gewonnen, wenn du den Sponsor hast, und eben am KBM, die haben ja nur einen regionalen Sponsor gehabt. Das ist eben im russischen Fußball nichts Problems, weil einiges, was du bei den Auswärtsspielen für Reisekosten hast, es ist ja utopisch. Wir regen uns wegen Alltag auf und die fliegen teilweise in die größte Walachei, von dem her. Und jetzt habe ich eben vor ein paar Tagen reingeschaut, am KBM wurde offiziell jetzt aufgelöst. Okay. Anji Machatschkala steigt jetzt doch nicht ab. Mhm. Und auch in der zweiten Liga ist es richtig kurios. Wegen Geldproblemen haben jetzt die drei Absteiger doch nicht den Gang in Liga 3 antreten müssen, weil eben drei Vereine haben die Lizenz gar nicht beantragt wegen Geldprobleme. Okay. Ein Verein aus Moskau geht in die armenische Liga, ist auch ganz geil. Also es ist Russland ist ein Riesenkuriosum. Ja, jetzt mal da wieder zurückzukommen zum Hauptfokus. Dacopodl wäre vereinslos, aber um Himmels Willen, bitte, bitte, bitte nicht zu uns, weil in der Vorsaison 19 Spiele, ein Tor. Oder 16 Spiele, ein Tor. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall jetzt nicht die Überstatistik, wo du sagen musst, boah, den müssen wir jetzt holen. Ich meine, auch damals bei Alltag hat er nicht wirklich viel jetzt was zusammengebracht. Eben, also ich muss sagen, Podol hätte ich jetzt persönlich überhaupt nicht am Schirm. Also da muss ich eher sagen, also so ein Name, der vielleicht, den man noch kurz reinwerfen könnte, der öfters genannt wird, Afdiay, wäre natürlich die Frage, ob finanzierbar und ob er natürlich auch, sagen wir mal, vom Kopf die nötige Reife und Professionalität hätte, dass das wirklich dann auch hinhaut eben so bei Sturm, als eben auch eben tragende Rolle als Stammspieler. Das gesungen wird er, super. Ja, man, Afdiay kann ich mir nur dann vorstellen, man, er hat bei Schalke oder hätte bei Schalke nur mehr ein Jahr Vertrag. Wenn man den Vertrag irgendwie auflöst oder halt ist, es gab ja schon, vorigen Sommer gab es ja vom Christian Heidel, vom dortigen Manager, das Statement, diese Klausel mit den, ich glaube, 49 Millionen, die ist utopisch, das sehen wir jetzt ein, das ist unnötig, 3 oder 4 Mille, dann kann er gehen. Er war jetzt die Rückrunde in Holland bei Roda Kerkrade ausgeliehen, hat dort wirklich gute Leistungen gezeigt, hat dort das eine oder andere Tor gemacht, auch wirklich teilweise wunderschöne Tore gemacht. Und ja, wenn der Schul gehen sollte, dann kann ich mir eben den Donis Afdiay als
1:1 Ersatz vorstellen, obwohl er würde eben dann den letzten Legionärsplatz kriegen, so gesehen. Und ich schätze mal, bei Sturm hoffe ich, weiß er, was er hat. Obwohl, gut, okay, Franco Foda war seine Bezugsperson dort, jetzt ist es eben der Heiko Vogel. Oder wäre es der Heiko Vogel? Vielleicht klappt es auch nicht. Bitte. Ja, wie gesagt, man muss schauen, ob das dann auch wirtschaftlich relevant irgendwie ist. Und ja. Das ganze Paket halt zum Schnüren ist im Endeffekt. Aber man muss ja sagen, beschäftigt muss man sich damit erst, wenn es soweit ist. Ne? Und obwohl Leib ist, dann ist After ist auch wieder negativ aufgefallen, weil Schalke ist jetzt im Trainingslager in China und der Donis hat nicht mitfliegen dürfen, sondern hat sich ursprünglich bei der U23 fit halten sollen. Trainingsauftakt, wer fehlt, dann ist auf die Eile. Das ist eben das, was jetzt nicht gerade, ich kann verstehen, dass er angefressen ist, weil anderthalb Jahre bei Sturm hat er wirklich teilweise sagenhaft gespielt, geht zu Schalke zurück. Der Manager hat es ihm gesagt, der Christian Heidel, man plant mit ihm. Auch der damalige Trainer, der Markus Weinzierl, hat gesagt, man plant mit ihm oder man will ihn spielen lassen. Ja, das ist fast nie passiert. Und dass man da wirklich Frust ansammelt, das war klar. Nur du musst dich halt schon. Du musst ja professionell trotzdem sein. Es hilft ja nichts. Bei uns verdient sein Geld damit, ne? Wenn's, das ist wie wenn du sagst, ich habe halt keinen Scherer, ich gehe halt zur Arbeit. Ne? Bei uns also damals, der Naim Sharifi, der hat das, sein zweites Vertragsjahr nie gespielt, stand nie im Kader. Der hat kein einziges Mal gejammert. Na gut, okay, er hat schon in einem Interview gesagt, ich glaube mit Fußball im Netz oder war das, er glaubt nicht, dass er spielen wird, aber es gab auch keine Kritik am Trainer, an der Vereinsführung, es einfach so, ich glaube, ich werde nicht spielen und ja, warum, keine Sorgen. Aber eben professionelle Einstellung im Endeffekt, aber da gibt es ja andere auch, ne? Ich meine von einem Akiyoshi. Der wäre übrigens auch Vereins aus der Naim Sharifi. Achso, ja, zweite russische Liga war er. War er bei Fakel Voronezh, ja. Wobei er war dort gesetzt. Ja. Obwohl Fakel wäre eigentlich als letzter abgestiegen. Wobei du aber sagen musst, auf der Position hast du da wirklich einen Handlungsbegriff drauf. Na, also da hast du auf rechts hast du Koch, der hast du so eine gesetzte Bank ist und dessen Fixplatz in Startelf Stein gemeißelt ist, wie schon lange nicht mehr. Okay, der Gewehr eingefliegt. Auf links hast du jetzt eben die Variabilität mit Schrammel, mit Ferreira. Und rechts könnte ja ein Violetta auch noch zu Not spielen. Da ist eben wieder drauf, wie ob jetzt Dreierkette oder Fünferkette. Ich tendiere zu Fünferkette, eben im Zentrum mit Marasic, Spendlaufer und mit Afanitis. Links dann eben Ferreira oder Stefan Schrammel und rechts Koch Ilander. So. Obermeier kann ja auch, glaube ich, rechts hinten spielen oder hart jetzt. Genau, soll ja auch eher nach hinten mitziehen können. Also ja. Von dem her, du hast wieder viel Variabilität, das muss man auch sagen, hat sich so ein bisschen durchgezogen weiter durch die Transfers, was ich gut finde bei Sturm. Also man schaut schon, dass man Spieler holt, die wenigstens zwei Positionen fast immer spielen können. Ja. Und genau eben das ist das, was der Heiko Vogel so über alles liebt, und zwar diese Unberechenbarkeit. Wenn du jetzt den Heiko Vogel, man hat es in den Media-Briefings gesehen, wenn du den ein paar Tage vorher fragst, wie werden sie ein Spiel machen, wie werden sie rangehen, sage ich, das weiß ich, aber das bleibt bei mir. Das passt dem Frage beantwortet, Diskussion beendet. Er weiß, wie er es macht, er hat seinen Matchplan und das weiß er, das weiß sein Co-Trainer, der Joachim Standfer ist, das weiß auch seine Mannschaft und Punkt. Das braucht irgendwie jetzt kein öffentliches Medium wissen, wie es er jetzt an dieses Spiel herangeht. Nach dem Spiel hat er es zum Beispiel gesagt, wie der Matchplan gegen Salzburg im Cupfinale war. Da gab es einen leichten Einblick, aber auch mit gezogener Handbremse. Also zu tief wollte jetzt die. Ja klar, man würde ja nicht ausrechnen, was für die Konkurrenz dann. Ne? Aber man muss immer sagen, das finde ich zum Beispiel auch gut. Also das Trainerteam bleibt ja auch bestehen. Also bei allen Abgängen, die wir haben, da bleibt alles gleich. Also man hat weiter Günter Kreisel, Geschäftsführer Sport, man hat weiter den Heiko Vogel, Cheftrainer. Und man hat auch weiterhin, darf man nicht vergessen, trotzdem den groben Stamm von der Mannschaft zusammen. Ja, also natürlich waren wichtige Spieler dabei jetzt, die jetzt abgegangen sind, aber du hast immer noch eine See, du hast immer noch einen Irländer. Du hast zumindest vorübergehend immer noch einen Marasic, du hast einen Siebenhandel. Also da ist schon durchaus immer noch Qualität vorhanden. Und vor allem, ich muss sagen, dass bei Siebenhandel, ich will es nicht verschreien, um Gottes Willen, dass jetzt bei Siebenhandel noch irgendwie jetzt kein Gerücht aufgetaucht ist, überrascht mich.
Ja, das ist stimmt. Ein frisch gebackener Teamtorhüter auch. Gell? Im besten Fußballeralter, obwohl hat auch noch zum Glück 2 Jahre Vertrag. Ja, obwohl man aber auch sagen muss, wenn der Spieler vielleicht dann auch nicht unbedingt seinen Berater, nehme ich mal an, so irgendwie beauftragt, da wirklich jetzt konkret auch noch Angebot so sortiert, vielleicht kann ja dann auch sein, dass da ein bisschen Stück bleibt. Ja, aber ich sag, von mir aus dürfen jetzt alle bleiben, die muss jetzt noch da sein. Also, da muss auch nichts passieren. Von mir aus könnte das Transferfenster morgen schließen. Ja, glaube ich, hätte keiner was dagegen. Es könnte morgen zumachen. Ja. Aber jetzt ist es. Es hat noch bis 1. oder bis 2.9. glaube ich, offen. Ja, es ist noch ein bisschen. Also deswegen ausschließen darf man nichts. Es geht leider Gottes in die Saisonstart geht es mit hinein. Ja, das wäre natürlich auch sowieso so ein Diskussionsthema, ob es nicht gescheiter wäre, sowieso auch das Transferfenster im Frühjahr zu schließen, vor dem Saisonbeginn. Ja, aber andererseits ist in Russland sowieso, oder in Tschechien, oder in Asien sowieso länger offen. Na gut, das ist sowieso überall ein bisschen andere, verschiedene Transferfenster. Ne? Aber wie gesagt, da es ist von Land zu Land verschieden. Da sollte im Grunde jetzt aber das Ganze eigentlich dann auch. Ich glaube, in England hat es schon zu, da macht es demnächst zu. Also da wird nicht mehr so viel passieren. Man Bombe war jetzt zum Schluss Mahrez von Leicester zu Man City, aber da schweifen wir schon wieder zu viel ab. Ja, wie gesagt, also wir sollten da schon bei Sturm bleiben. Aber im Endeffekt, so, was wären so für die nächsten, gehen wir mal einfach die ersten Partien so ein bisschen durch. Ne? Wir haben das Cup-Spiel gegen Siegendorf am 21. Das ist sowieso. Darf nichts passieren im Endeffekt. Also wird zwar die B-Mannschaft spielen, aber da darf jetzt. Darf nichts passieren, darf. Sollte nichts und wird da nichts normalerweise. Man Siegendorf wird motiviert sein, bis heute hinaus. Das ist Spiel des Jahres, Spiel des Jahrzehnts. Aber ist im Cup immer das Gleiche. Also, sobald es eine unterklassige Mannschaft ist, musst du gewinnen, ohne wenn du da. Aber meine Meinung dazu. Ja. Dann hast du das Ajax-Spiel, glaube ich, dann eh schon, ne, am 25. Das wird dann mal der erste richtige böse Test werden. Das wird einmal der richtig erste Härtetest werden, so jetzt sage ich es. Und dann hast du schon Ligaauftakt gegen Hartberg zu Hause. Eigentlich ein Pflichtsieger. Sollte nichts schief gehen, dann hast du auswärts Innsbruck. Da sollte normalerweise auch nichts schief gehen, obwohl Aufsteiger ist es immer so ein Knackpunktkriterium, dass da eben der Aufsteiger immer gut mitspielt in den ersten Runden. Und dann ist eigentlich Ajax das Rückspiel. Da wird es dann eben entscheiden, wo es hingeht. Eben, dann sieht man es im Endeffekt dann wirklich. Aber so insgesamt, was ist so deine, gehen wir mal noch eine letzte Prognose ab, bevor das Video dann zu lang wird. Was würdest du sagen, wo endet man am Schluss? Also wenn die Saison 18-19 fertig gespielt ist, auf welchem Platz landet unser SK Sturm? Zweiter Platz wiederholen, wird es der Meistertitel oder werden wir ein bisschen absacken? Also ich schätze mal, es wird, die Austria ist jetzt trotz allem in der Selbstfindungsphase, obwohl sie uns den halben Stamm geklaut haben. Gut, die paar Spieler wissen, wie sie miteinander zusammenspielen können, die anderen wissen das nicht. Also da wird es wirklich sicherlich noch ein bisschen dauern, bis das wirklich laufen wird. Aber ich schätze mal, Top 4 auf alle Fälle, das muss unser Anspruch sein. Vierthöchstes Budget, da muss der vierte Platz ein Minimum sein. Dritter wird sich wohl ausgehen, vierter, ja. Also ich höre da so ein bisschen Tendenz Richtung 3 und 4 raus. Ja, ich bin jetzt da der Realist, ich will jetzt nicht zu sehr jetzt pompös werden und da jetzt diese Momente aus der Vorsaison jetzt mitnehmen. Es ist einfach damals, es waren Momentaufnahmen schöne, als Tabellenführer, als Vizemeister, als Cupsieger, es war für den Moment richtig, richtig, richtig geil. Aber jetzt ist Reset, Tag 1, neue Saison, einem Drittel neuer Kader, das müssen wir zusammenspielen. Also ich schätze mal, unterm Strich werden wir dass wir Platz 3 erreichen können oder sonst, dass wir eben knapp Vierter werden. Okay, also Top 3 sollten was ich drin sein. Ja. Ich meine, würde ich auch sagen an der Stelle. Also ich würde sagen, dritter Platz ist realistisch, wenn natürlich alles passt, wovon ich aber ausgehe. Und naja, alles was besser ist, wäre natürlich sowieso. Salzburg hat den Stamm so gut wie gehalten, die haben jetzt nur Berisha verloren.
Und haben Füllner, den die Neiche Junge geholt, die eigentlich keiner größtenteils kennt. Ja. Ne? Also da ein Barry zum Beispiel vom PSG und so weiter. Also Salzburg, nehme ich einfach mal an, wird jetzt die große Qualität nicht verlieren, außer es kommen noch zahlreiche Abgänge, weil man hört, der Bohr beschickt das und so weiter. Ja. Also da ist ja einiges in dem Köcher, wobei ich nicht glaube, dass wirklich was passieren wird, weil meistens sind solche Transfers relativ früh fix. Dann hast du Rapid, die eben relativ viele neue Stürmer vor allem einkauft haben. Die Auftritt mächtig aufgerüstet. Ja, wobei es auch leider abwarten musst, ob alle dort so funktionieren wie in Graz oder in anderen Clubs. Also da musst du auch abwarten, was die Austritt tut. Und ansonsten, der LASK hat eigentlich eher Spieler aus der eigenen Liga zusammengekauft, relativ. Ja. Und Mattersburg... Fabian Benko von Bayern München 2, was mich auch überrascht hat. Ja. Der ist es wirklich für den LASK ein, muss man sagen, Top-Transfer. Aber ansonsten, wie gesagt, man muss abwarten. Also der LASK würde ich sagen, qualitativ würde ich eher davon ausgehen, dass das relativ gleich bleibt. Ja. Ob der LASK noch ein bisschen weiter oben oder wieder oben mitspielen kann, wird man sehen. Ja, da ist eben die Frage, ob jetzt der Rechtsaußen oder Linksaußen der Thomas Goiginger, glaube ich. Also Goiginger ist auch noch, genau, ob der jetzt noch wechselt oder nicht. Wobei, wenn Rapid und Salzburg nicht wollen, angeblich gibt es in Österreich sonst keinen interessanten Club. Sturm war ja auch dran, aber bitte, soll er nach Wien Wie gesagt, Gebauer von Altach und eben Goiginger von LASK wären nur dann interessant gewesen, wenn es mit Grotzeug nicht funktioniert hätte. Also Grotzeug war wirklich das Primärziel. Ja, und den hat man ja im Endeffekt auch für wenig Geld dann auch bekommen. Also trotz dieses kleinen rechtlichen Disputs mit der Admira, weil die Option soll auch bei ihm ungültig gewesen sein, wie damals bei Mondschein. Also es gibt bei der Admira einen Goldberg-Zeitpunkt. Sagen wir jetzt einmal so. War auch nicht alles klar. Ne? Ja, nein. Aber im Endeffekt so, also wenn ich jetzt da so die Transfers, was ich immer so durchgeschaut habe, muss ich sagen, also bei den Top-Vereinen wird es eine interessante Geschichte. Ich glaube, es könnte eher eine ähnliche Konstellation wie letztes Jahr auch werden. Ich glaube jetzt nicht, dass wir qualitativ so extrem für Einbußen nehmen müssen, aber natürlich wird es eine Zeit brauchen, bis das Ganze vielleicht hinhaut. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass wir jetzt die ersten 10 Spiele am Stück gewinnen werden. Nein, aber mal schauen. Und wie gesagt, Ajax ist sowieso Wundertüte, da braucht er zwei perfekte Tage, wo Ajax auch natürlich einen schlechten Tag oder zwei schlechte Tage im Idealfall haben muss, damit du wirklich die rausschmeißen kannst. Aber Rapid hat es geschafft, Ajax zum Schlagen, Salzburg hat es geschafft, natürlich mit einem anderen Kader, aber es ist nicht so möglich im Fußball, würde ich da mal sagen an der Stelle. Ne? Nein, aber wie gesagt, Ajax ist doch schon mal eine richtig große Hausnummer, hat einen faszinierenden Kader, unter anderem auch mit dem Kaspar Dolberg, der von der WM zurückgekommen ist. Ein Lasse Schöne. Die haben aber auch immer mit Abgängen zu kämpfen. Zum Beispiel Kluivert, ne? Also Justin Kluivert, jetzt erst mal zum AS Rom gewechselt. Ja. Also da muss man schon sagen, dass im Endeffekt Ajax ist ja auch armer und in der Richtung bietet viele junge Spieler aus, die auch den Verein dann verlassen, aber für ein bisschen mehr Geld wie bei uns. Ne? Ja, vor allem wie damals sie Europa League Viertelfinalist waren, da wurde ja alles gekauft, was irgendwie Rang und Namen gehabt hat. Also das war wirklich dann schon, wo man gedacht hat, boah, Ajax, jetzt brechen die ein, ist auch nicht so jetzt extrem passiert. Ja, eben. Wie gesagt, aber du musst halt einfach abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ajax ist im Endeffekt zwei geile Partien für die Fans. Und wenn sportlich noch was ausschaut, dann ist es natürlich wunderbar. Ist das die Kirschen oben drauf? Genau. Aber also jetzt vom Liga-Alltag her muss man sagen, die ersten vier Spiele sind so die Selbstfindungsphase und dann kann man mal schauen, wie das wirklich rennt, wie es zusammenpasst. Ja. Aber es hat jeder gesagt, er will sie so schnell wie möglich sportlich integrieren, privat integrieren und ich schätze mal, an dem wird es nicht scheitern. Naja, und man muss natürlich auch dann, also so mein Wunsch wäre natürlich für die Saison, gleich mal im Vorhinein, das Frühjahr nicht mit einer Niederlage anfangen. Das wäre schon mal ein guter Frühjahrstart, das ist so mein Weihnachtswunsch des Jahres. Also obwohl Hartberg ist auch so man, da passt eben diese Floskel, ein angeschossenes Tier ist unberechenbar. Cup Siegendorf, sollte auch nichts passieren, aber gut, da gibt es auch diese schöne Floskel, die öfters im Sport 1 Doppelpass fällt. Ich zahle jetzt aber keine 3 Euro ins Phrasenschwein. Der Cup hat seine eigenen Gesetze. Ja, aber trotzdem werden wir es gewinnen. LG an den Doppelpass Sport 1 ans Phrasenschwein, es gibt trotzdem keine 3 Euro. Ja, passt. Gut, der neue Verein Austria Graz wird auch interessant werden. Nein, um Gottes Willen. Ich bin aber nur gespannt, wie unsere Ex-Kicker, wie wunderschön die in dem neuen Trikot von der Austria sind,
Da gab es ja vor ein paar Tagen die Präsentation. Vor allem das mit den drei Farben ist ja wunderschön. Also, na, wie gesagt, einen Jago, einen Matic in Schweinchenrosa das, oder im halben Schweinchenrosa, das ist schon gut. Passt ja eh. Ja. Na, passt. Ich würde dann sagen, das war's dann auch. Ja. Also, Wegtable 5. Wir haben es eh in die Breite getreten. Ja, aber mei, man hat ja ein bisschen was zum Diskarieren. Ja, und ich würde sagen, an der Stelle sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder hier bei der Lens TV. Danke natürlich an dich, Gregor, wieder, dass du wieder dabei warst. Und ja, bis zum nächsten Mal eben. Euer Elias. Auf die Schwarzen. Und bis dann. Ciao, ciao. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lens TV und das ist mein lieber Kollege der Gregor und das hier ist der erste Test heute beim Black Table Episode 5 im 150. Anlauf. Also Gregor, wie geht's dir? Was geht ab? Ohne Brille? Danke. ja, vielleicht klappt's heute. Ich lasse mich da mal überraschen, mir geht's gut, danke. Und vielleicht klappt's heute, vielleicht will der Technikgott das heute mal mit die Bühne gehen lassen, aber ja, schauen wir mal. Passt, jetzt kannst du auf Stopp drücken. Schnell. Das